Matthias Bismarck Brathering. Bis morgen, Marie. Bis morgen. Mein Name ist Balthasar Berg. Ich war jahrelang Polizist bei der Kripo in Dortmund. Mein Chef hat immer zu mir gesagt, was man bei der Polizeiarbeit überhaupt nicht braucht, ist Fantasie. Irgendwann habe ich das nicht mehr ausgehalten und habe gekündigt. Jetzt schreibe ich Romane, Kriminalromane. Zumindest habe ich das getan. Denn ich habe die Nase voll von Leichen, die mir permanent vor die Füße fallen. Und ich will nichts mehr mit Mord und Totschlag zu tun haben. Ja, ja. Nur leider gibt es in meinem Leben einen Menschen, der mich immer wieder mit der Nase reinstößt. Hey! Hey, hey! Moment, Moment! Das muss ein Irrtum sein. Hören Sie. Ich schwöre, dass ich den Wagen heute noch freiwillig zu diesem Halsabschneider von Autohändler zurückbringe. Ich habe einen Auftrag, ich bringe das auf. Jetzt seien Sie doch nicht so stur. Doch, denn nicht. Wo steckst du denn? Es ist etwas Furchtbares passiert. Mein Auto wurde gestohlen. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Ich bin in 10 Minuten bei dir. 10 Minuten? Das ist in deiner Welt eine Stunde und bis dahin ist unser Zug schon halb im Westerland. Hör zu, ich bin 20 Minuten bei dir, ja? Ich schwöre. Das Ganze war von Anfang an eine Schnapsidee. Du hast versprochen, dass wir gemeinsam nach Sylt fahren. Ja, ich glaube, wir lassen es. Weil das ja jetzt... Du sitzt den ganzen Tag allein in deiner muffigen Bude. Du musst doch mal raus. Du brauchst Inspiration. Dann schreibt sich der nächste Roman von selbst. Es wird keinen nächsten Roman geben. Ich will nicht mehr. Nutze die Chancen. Du, unsere Vermieterin, das ist die Sylte Antwort auf Mutter Beimer. Die freut sich schon, dich zu verwöhnen. Du kannst die alte Frau jetzt nicht enttäuschen. Du hast uns da einquartiert. Ich wollte ein kleines, schönes, ruhiges Hotel. Hör auf deinen Agenten. Ich weiß, was gut für dich ist. Strandspaziergänge, Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge. Frisch gepulte Krabben, eingelegte Heringe, frische Scholle. Also gut, ich fahre. Wein, rote Grütze. Ich fahre, hast du nicht gehört? Gib's zu, die rote Grütze hat dich überzeugt. In 20 Minuten am Bahnhof. Hey, Moment. Hey, ihr könnt doch nicht einfach meine Sachen... Die Zwangsräumung ist rechtskräftig. Sie hatten genug Zeit. Mein Fernseher, meine Stereoanlage, das ist Diebstahl. Alles, was noch einen Wert darstellt, geht in die Zwangsversteigerung. Wenn Sie also noch irgendwelche Werte besitzen... Seit der letzten Taschenpfennung habe ich nicht mal mehr einen Kugelschreiber. Dann nehmen Sie meinen und unterschreiben Sie mir. Entschuldigung, der Stuhl, wie viel soll der kosten? 120 Euro. Gib ihm 20 dafür. 20? Das ist ein Designerstuhl. Ein Liebhaberobjekt. So, das wird heute gar nicht mehr gemacht. Das ist deutsche Nuss. Bar auf die Hand. Okay. Bitte. Sie rauben mir mein letztes Hemd. Sie sind pleite, Herr Renner. Das ist nur eine Momentaufnahme. Nichts weiter. Mein Kugelschreiber? Das kann sich ganz schnell wieder ändern. Sie könnten ruhig ein bisschen Vertrauen in meine Fähigkeiten haben. Tschüss. Wo
bleibst du denn? Der Zug fährt in einer Minute. Hör mal, Balthasar, ich hab da so ein kleines Cashflow-Problem. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Du weißt, wie ich mich auf unsere Reise gefreut habe, aber ich schaff das heute nicht nach Sylt. Fahr du doch schon mal vor, ich komm danach, ja? Du hast von einer gemeinsamen Auszeit gesprochen. Schön ausspannen, gut essen gehen. Ich komm doch. Und jetzt, wo du schon von zu Hause losgekommen bist, macht es doch gar keinen Sinn, auf halber Strecke kehrt zu machen. Die da mit ihrem Liebhaber bespricht. Meine Narbe juckt. Irgendwas wird passieren. Das spüre ich jetzt schon. Und Renner weiß das. Der macht das ganz bewusst. Warum lasse ich mich immer wieder darauf ein? Jetzt hör doch mal auf, dich verrückt zu machen, Berg. Jetzt reiß dich zusammen. Vielleicht wird's ja auch ganz schön. Wahrscheinlich fängt es ja an zu regnen. War ja klar. Da freut man sich mal auf ein paar schöne Tage. Wenn nur eine von Renners Versprechungen nicht eingehalten wird, war ich sofort wieder nach Hause. Meine Narbe juckt. Hier aussieht. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Sylt sehen und sterben. Ah, sie haben doch kein Liebhaber. Oder sind die beiden ein Paar? Ach, Berg, was kümmert dich das? Mutter Beimer, wo ist sie denn? Die möchte einmal erleben, dass Renner mich nicht hängen lässt. So. Ich gebe der Insel eine Stunde. Mehr nicht. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht einen Euro wechseln? Was kann ich? Euro wechseln, bitte. Nein, wechseln kann ich Ihnen nicht, aber hier, schenk. Ah, danke vielmals. Wieder Lurke. Ja, wieder.
Ja? Na? Hab ich dir zu viel versprochen? Ist südlich der Traum? Der Architekt, der Westerland gebaut hat, der gehört eingesperrt. Westerland ist nicht Sylt, du wirst deine Meinung noch ändern. Wann kommst du? Du, ich habe ihm noch kurz was zu erledigen. Aber morgen früh, Scheiße, bin ich bei dir, ja? Lass du dich zuerst mal verwöhnen, hm? Ja. Mutter Beimer ist nicht da. Beimer? Beimer kenne ich nicht. Die Vermieterin. Ah, das kann nicht sein. Du, ich ruf da noch mal an, ja? Du hast vergessen, sie anzurufen. Beides halb. Ich habe im Moment ein bisschen viel um die Ohren. Gut, gib mir die Nummer. Ich bin dein Agent. Ich kümmere mich um deine Bücher, deine Verträge, also auch um deine Vermieterin. Die Nummer? 7345537, glaube ich. Sobald ich mich entschieden habe, ob ich bleibe oder nicht, rufe ich die Frau an. Balthasar. Hey! Falsche Richtung! Balthasar? Kann ich Ihnen helfen? Ja. Für die Mayas war die Kakaopflanze göttlichen Ursprungs. Nicht nur für die Mayas. Das ist vielleicht ein bisschen umständlich so, aber man sollte keinen Kakaopulver nehmen. Wer einmal seine Schokolade so getrunken hat, will sie nie wieder anders trinken. Ich spüre das jetzt schon vorm Trinken. Schokolade macht glücklich, ne? Glück kann ich im Moment gebrauchen. Hallo? Hallo? Das muss jetzt aber schnell gehen, ne? Zack, zack. Leute, geht ganz fix. Hannelore! Mensch, mach zu, Mann, ich bin im Dienst. Moin, Frau Hansen. Moin, Herr Doberan. Bitte sehr. Oh, danke auch. Na, schmeckt gut, Chef, ne? Hauptkommissar Doberan. Was? So, schon mal alles absperren, ne? Hansen! Schluss mit dem Gehampel, wir haben Mord. Junge! Aber um 5 bist du wieder da. Weiß ich noch nicht. Brauch dich hier. Mensch, Hannelore! Vergiss die Makrelen nicht. So, auf dem Weg zu einer Leiche und hier riech's auch wie nach einer Leiche. Ist doch so. Das war eine Notsituation, Chef. Wir brauchen unbedingt einen neuen Lieferwagen. Das ist nicht so einfach, ein preisgünstiges Gefährt. Du, mach hin, Mann. Frischer wird die Leiche nicht. Haben Sie stellen die Tute an. Ja, ist gut. Das ist ja unser Weg. Wohnen Sie hier? Das weiß ich noch nicht. Und Inge, wie lange ist sie schon tot? Ja. Die Totenstarre hat gerade erst eingesetzt. Ich würde sagen, ja, so bummelig 2 Stunden. Oh, gut, 1 Stunde später. Und die Flut hätte sie mitgenommen, ne? Sieht nach Herzinfarkt aus. Den Fall können wir abschließen. Hansen, warum so eilig? Ist schon 5, wa? Eine alte Frau geht allein am Strand spazieren. Da fällt sie plötzlich tot um. Was soll denn das gewesen sein? Oder haben Sie eine andere Idee, woran sie gestorben ist? Ja, mit Leichen am Strand habe ich auch nicht so oft zu tun, ne? Na gut, ich muss das jetzt wissen, ob ich die Rechtsmedizin vom Festland holen muss, ne? Herzinfarkt. Inge? Sie könnte vergiftet worden sein.
Was sind Sie denn? Schweinchen Schrau? Die Leiche riecht nach Bittermandeln. Sie? Komm gleich erstmal mit auf die Wache. Sie hat blaue Lippen und blaue Fingernägel. Kann das sein? Na ja, so ungewöhnlich ist das auf jeden Fall. Gut, dann gucken Sie sich die arme Frau Fendo noch mal ein bisschen genauer an, ne? Geht klar. So, ich hätte gern mal Ihren Ausweis. Habe ich nicht dabei. Ihren Ausweis? Ich habe ihn nicht dabei. Ja, dann ist das wohl besser, wir unterhalten uns mal auf dem Präsidium weiter, ne? Solange bis das geklärt ist, ob das hier ein Mord ist oder nicht. Hansen. Gut, mein Name ist Balthasar Berg. In meinem Vorleben war ich Hauptkommissar bei der Mordkommission in Dortmund. Ist schon ein bisschen länger her. Balthasar Berg. Der Schriftsteller? Ja, der Schriftsteller. Sie? Ja, ich. Nee. Hansen, mitnehmen. So. Nicht anfassen. Gut. Ich hab gesagt, nicht anfassen. Ja, hier ist die Akte von dem Einbruch bei dem Mordopfer. Ja, gut. Ja, den Stock dürfen Sie eigentlich nicht. Hansen! Ja, Chef? Komm hier. Das war hier, nimm mal den Typ da drüben. Nee. Herr Berg? Ja? Keine 2 Stunden auf Sylt und schon von der Polizei verhaftet. Nein, Herr Berg wurde nicht verhaftet. Er ist hier nur zur Befragung. Und warum haben Sie ausgerechnet mich angerufen? Wenn Sie mich pünktlich abgeholt hätten, so wie es vereinbart war, dann säße ich jetzt nie hier. Kann ja wieder gehen. Ja, bitte. Ja, Frau Kanfer, jetzt. Herr Berg, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, aber das Foto unten jetzt. Tja, diese wird man nicht erkannt und hat seine Ruhe. Also, Sie werden verhaftet. Herr Berg, wenn Sie vielleicht trotz der widrigen Umstände eine kleine Widmung. Ein andermal vielleicht? Ich wusste das. Alles, was mein Ex-Schwiegersohn anschleppt, bringt nur Ärger. Wieso Schwiegersohn? Ex-Schwiegersohn. Ich bringe ihn um. Stellen Sie sich hinten an. Das wird ein bisschen eng jetzt. Ich wusste nicht, dass so viel Berg in Ihnen steckt. Wilma, komm rüber. Ihren Hund mal ein bisschen beruhigen? Wilma tut nichts, wenn man ihr nichts tut. Ja, aber weiß das Wilma auch? Stellen Sie mich nicht vor die Wahl, wer von Ihnen zu Fuß nach Hause geht. Sieht nicht gut aus, Hermine. Der letzte Sturm hat einiges angerichtet. Wie viel? 30.000. Wenn nicht noch was dazwischen kommt. Aber ich kann nächste Woche anfangen. Ja, ich sag dir Bescheid, Klaus. Danke. Wart nicht zu lange. Sonst fliegt dir beim nächsten Sturm das halbe Dach um die Ohren.
Ja, nun kommen Sie. Sie hätten ruhig mal helfen können. Können Sie auch irgendwas alleine? Ja, ist schon gut, ist schon gut. Gut. So. Das ist Ihr Zimmer. Sie haben auch ein eigenes Bad. Zweite Tür links. Alles frisch renoviert. Wenn Sie noch was brauchen, dann melde ich mich. Vielen Dank. Naja, so schlimm sieht's ja gar nicht aus. Aber es müffelt ein bisschen. Wahrscheinlich ist die Bude feucht und ich hole mir eine Lungenentzündung. Entschuldigen Sie, Herr Renner, aber mit Ihrer Kreditkarte stimmt was nicht. Haben Sie beide probiert? Mhm. Nehmen Sie Schecks? Bedauere. Das ist alles, was ich nur habe. Wie lange kann ich dafür bleiben? Zwei Nächte. Gut. Das ist unsere größte Suite. Wir haben aber auch ganz normale Doppelzimmer. Es gefällt mir hier. Außerdem, in zwei Tagen kann viel passieren. Was soll denn das sein? Ihr Frühstück. Ich habe über 30 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Ein Blick. Und ich weiß, Ihre Cholesterinwerte gehen durch die Decke. Meine Cholesterinwerte gehen dann durch die Decke, wenn man mich ärgert. Also ärgern Sie mich nicht. Und geben Sie mir was Anständiges zu frühstücken. Sie lassen sich nicht gern von anderen helfen. Hm? Ich will einfach nur was Anständiges frühstücken. Wahrscheinlich haben Sie deswegen keine Frau. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Weil Sie ein Eigenbrötler sind. Sie gehen zum Lachen in den Keller und fressen alles in sich rein. Ja, bis auf hier Haferschleim und Radieschen, ganz toll. Wein? Gleich eins hinterher. Ich gehe jetzt spazieren.
guten Appetit. Danke. Was willst du denn hier? Ich kann dich nicht mitnehmen. Du musst zurück ins Haus. Du musst ins Haus gehen. Oh, Sie sind aber streng mit dem kleinen Kerl. Der will doch nur spielen. Da kann er ja, nur nicht mit mir. Zu zweit macht's aber mehr Spaß. Ja? Dann spielen Sie doch mit ihr. Mhm. Muss leider arbeiten. Ist ja ein kleines, süßes Schätzchen, ne? Jojojojojojojo. Geben Sie ihm eine Chance, hm? Ja. Bisse. Ja, du rufst mich ja nicht an. Ich dachte, du wärst schon längst auf der Insel. Du, ich hab jetzt eine wichtige Verabredung. Kommst du jetzt heute Abend oder was ist los? Hast du geschrieben? Ich bin über eine Leiche gestolpert. Leiche auf Sylt? Fantastisch. Was ist fantastisch daran, wenn ein Mensch ermordet wird? Mord, denn noch viel besser. Da komme ich jetzt doch noch hoch. Wie doch noch? Ich meine, da komme ich jetzt. Ich komme gleich hoch, ja? Aber. Herein? Herr Renner, ich muss Sie bitten, unser Haus zu verlassen. Wieso? Sie haben gesagt, das Geld reicht für zwei Nächte. Ohne Extras. Aber Ihre Extras, ja, wie soll ich sagen? Wie viel ist denn noch übrig? 372,10 €. Was kostet ein Flugticket nach Sylt? Ich, also, keine Ahnung. Ich schätze, 200 €. Gut. Der Rest ist für Sie. Ich habe mich in Ihrem Haus sehr wohl gefühlt. Danke. Ich will 30.000. Sie haben bereits einen Kredit über 200.000 € bei uns, Frau Kranefleisch. Für eine Renovierung, die Sie mir eingeredet haben. Wollen Sie jetzt mich für Ihre Situation verantwortlich machen? Frau Kranefleisch, Ihrem Haus fliegt beim nächsten Sturm das Dach weg. Weiß ich. Es tut mir schrecklich leid, aber noch mal 30.000, so ganz ohne Sicherheiten. Ich hab das Haus. Auf dem bereits mehrere Hypotheken unserer Bank liegen. Zieh doch nicht so. Herr Berg? Herr Berg! Oh. Sie hatten recht. Frau Fendo wurde vergiftet. Womit? Strychnin. Strychnin. Würden Sie mal mit ins Haus kommen wollen? Ja, wir sind nur zufällig hier vorbeigekommen. Wir könnten Ihre Erfahrung ganz gut gebrauchen. Wir haben auf Sylt hier nicht so viel Morde. Ich bin schon lange kein Polizist mehr. Ja, vielleicht könnten Sie das einbauen, so als Inspiration für den nächsten Roman? Es wird keinen nächsten Roman geben. Ist nicht Ihr Ernst? Das ist mein voller Ernst. Ja, schade irgendwie. Ich habe alle ihre Romane gelesen. Was machen Sie jetzt? Schönen Urlaub noch, ne? Ja. Ich kenne den Nick. Hauptkommissar Doberan? Hätten Sie vielleicht jemanden für den Hund?
Und das geht hier. Also nachdem wir heute Morgen dann die Nachricht bekommen haben, dass Frau Fendo tatsächlich vergiftet worden ist, sind wir sofort hierher. Also das ist jetzt insofern, das ist okay. Herr Fendrich hat es im Griff. Herr Fendrich, guck, da ist Fieb nichts mehr. Das ist, ja, also hier ist der Essbereich, das ist im Grunde jetzt nicht so interessant, glaube ich. Moin, Weikert. Moin. Und hier die Schokolade. Wie, Schokolade? Strychnin schmeckt sehr bitter. Selbst wenn man es ganz stark verdünnt. So eine Zartbitterschokolade, die kann diesen Geschmack überdecken. Herr Weikert, einpacken. Ja, tut mir leid, das ist jetzt schwer, aber ich müsste Ihnen doch ein paar Fragen stellen. Sie wohnen ja nun schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf der Insel, ne? Was treibt Sie plötzlich hierher? Meine Tante hat mich letzte Woche angerufen. Sie hat gesagt, dass sie mich dringend sehen wollen. Aber sie kam schon gestern auf Sylt an. Ja. Ich musste nach meiner Rückkehr noch kurz was erledigen. Wenn ich gewusst hätte, dass sie... Wo waren Sie gestern? So zwischen 10 und 14 Uhr? Klingt jetzt ein bisschen wie im Krimi. Ich weiß, aber ich muss das fragen. Sie war mit mir im gleichen Zug. Abfahrt Hamburg 10.12 Uhr, Ankunft Westerland 13.28 Uhr. Chef! Ja. Entschuldigung, kleinen Moment. Was denn? Vielen Dank. Was macht der denn hier? Er guckt sich ein bisschen um, der kann uns vielleicht helfen. So. Gestohlen wurde nichts. Ja. Jedenfalls hat Frau von Zandt nichts festgestellt. Einbauspuren gibt's auch nicht. Gut, Hansen, lass mich mal. Sind Ihnen irgendwelche Veränderungen aufgefallen? Nein. Ja, lässt Frau Fendlo manchmal Türen oder Fenster offen oder sowas? Oh Mann, seit Donnerstag bei ihr eingebrochen worden ist, da hat sie eigentlich... Hansen, klären. Das ist, ich mach das mal selber, weil es ist wirklich hier... Hey! Abschreiten! Hansen! Machen Sie das Ding aus! Hansen, machen Sie mal! Sie sollen das Ding ausmachen! Lassen Sie mich los! Ich muss arbeiten! Wenn du an die sind Sie bei der Polizei? Ach, das ist schon lange her. Nein, ist ja gut. Komm, hier, ruhig bleiben. Das ist Hein. Wir hatten gestern schon das Vergnügen. Wo warst du? Ich darf nicht tot sein. Alles gut. Schick. Danke. Ihr Vater hatte wenigstens noch Anstand und Charakter. Aber du, nix. Ja, mein Vater. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, jetzt böse auf mich zu sein. Ich bin wirklich nur da, um Ihnen zu helfen, Frau Kahnfley. Na, mach's doch. Warum verkleinern Sie sich nicht einfach? Und ziehen in eine neue, altersgerechte Wohnung. Wir wickeln den Kauf und den Verkauf ab, kümmern uns um den Umzug. Sie müssen nur unterschreiben. Und wo soll das sein? Auf dem Festland? Ihr werdet irgendwann uns Einheimische von der Insel vertrieben haben. Und dann gibt's hier nur noch Schickimicki. Ja, das ist der Gang der Dinge. Das Haus hat schon mein Großvater gehört. Ich ziehe hier nicht aus. Ich fürchte, das liegt nicht mehr in Ihrer Hand. Und ob? Ich lass die Ihnen einfach mal da. Das nehme ich zum Anheizen. Raus jetzt. Ich verlasse mein Haus nur mit den Füßen voraus. Wo ist Wilma? Wilma. Die ist, Wo ist Wilma? Bei der Polizei. Was haben Sie mit ihr gemacht? Wilma wollte zu Frau Fenlos Haus. Und da habe ich sie einem Polizisten übergeben, dass er auf sie aufpasst. Und dann? Dann habe ich sie vergessen. Oh, nee. Beten Sie, dass ihr nichts passiert ist.
Mach ich. Bist du ja wieder? Ja, Gott sei Dank. Oh, was freue ich mich. Ich habe ganz schön Quatsch gemacht, ne? Der Mord an Frau Fenlo ist aufgeklärt. Was? Ja, als ich Wilma abgeholt habe, wurde gerade Frau van Zandt verhaftet. Schon Unsinn! Die Polizei wird wohl wissen, was sie tut. Nee, in dem Fall nicht. Ich brauche ja einen Autoschlüssel. Kommt nicht in Frage. Ich bin kein Mietwagenverleih. Wollen Sie dafür mitverantwortlich sein, wenn jemand unschuldig ins Gefängnis geht? Vorher müssen Sie sich entschuldigen. Bei Wilma. Was soll ich? Sie können auch zu Fuß gehen. Reinkommen würden. Also das Gift war tatsächlich in der Tafel Schokolade, die im Haus auf dem Tisch lag. Danke. Ja, das Labor geht davon aus, dass es bei der Herstellung untergemischt wurde. Weil die Schokolade war original verpackt. Und die Schokoladenmischung stammt aus der Fabrik von Frau Fenlo. Wurden noch andere Tafeln untersucht? Ja, alle mit Zartbittergeschmack und das war die einzige, die vergiftet war. So, jetzt kommt's. Frau van Zandt wusste, dass Frau Fenlo vor ihrem Spaziergang immer ein Stückchen Schokolade gegessen hat. Sie weiß, wie man Schokolade herstellt. Sie ist die einzige, die Zugang zur Fabrik hat und zu Frau Fenlos Haus. Und jetzt kommt's. Sie hatte vor ein paar Tagen einen Streit mit dem Opfer. Wer sagt das? Hier, Hein. Stübersen hat das beobachtet, vom Garten aus. Und auf die Aussage von Hein Stübersen stützt sich Ihre ganze Theorie? Ah, er nur wieder. Oh, das ist Herr Berg, das ist eine Art Berater, wenn Sie da nichts dagegen haben. Gut, dann nehmen Sie auch Platz. Sie hatten Streit mit Frau Fenlo eine Woche vor ihrer Ermordung. Wir hatten keinen Streit, wir sagten sowas. Hein Stüversen hat Sie beim Streit beobachtet. Ich weiß nicht, was Hein beobachtet hat. Ja, vielleicht meint er das. Vor einer Woche, da hat mir Frau Fenlo angeboten, die Schokoladenfabrik zu übernehmen. Und dann habe ich sehr laut gejubelt, mich so gefreut. Und vielleicht hat Hein gedacht, wir schreien uns an, wir streiten. Warum wollte denn Frau Fenlo die Manufaktur überhaupt verkaufen? Nee, sie wollte sie nicht verkaufen. Sie wollte mir die Manufaktur überschreiben. Ich habe mich sowieso in letzter Zeit mehr oder weniger allein um alles gekümmert. Ganz schön großes Geschenk. Finden Sie nicht? Das war kein Geschenk. Ging Charlotte nicht ums Geld. Sie ist ja reich genug, aber sie hat einfach keinen Erben. Oh, sie hat eine Nichte, ne? Ja. Gut. Ja, in Anbetracht der Situation würde ich den Staatsanwalt dann bitten, sie in Haft zu nehmen. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich... Sie haben Motiv und Gelegenheit. Entschuldigung. Kann ich Sie mal unter vier Augen? Ja, klar, dann. Kleinen Moment, ne? Ja,
Was soll der Chef? Warum machen wir den Sack nicht zu? Also ich muss sagen, ich bewundere Ihren Mut. Nur was ist, wenn Ihre Theorie nicht stimmt? Wenn Sie sich geirrt haben? Ich will Ihnen sagen, was passiert. Dann haben Sie spätestens morgen die Presse am Hals. Und dann möchte ich in Ihre Haut nicht stecken. Und diese Aussage von Heinz Stöversen, glauben Sie wirklich, dass die vor Gericht Bestand hat? Ich an Ihrer Stelle, ich würde mir mehr Zeit einräumen, um gründlicher zu recherchieren. Ja? 24 Stunden. Wenn sich bis dahin an der Beweislage nichts geändert hat, dann muss ich Sie in Haft nehmen lassen. Sie lassen Sie laufen? 24 Stunden. Gut. Danke. Wofür? Für alles. Die Schokolade, die da auf dem Tisch lag. Bei Charlotte? Ja, das war ihr kleines Ritual. Jeden Tag eine Tasse Tee und dann ein kleines Stück Schokolade dazu. Zartbitter. Ja, ja, immer nur Zartbitter. Sie hat immer gesagt, Rituale sind wichtig im Leben. Da hat man Halt dran. Ja, das ist die andere Seite von Sylt. Die meisten Angestellten können sich noch nicht mal sowas leisten. Die pendeln dann jeden Tag von Festland auf die Insel. Ja. Ich wohne auch nur hier, weil Charlotte mich hier für wenig Geld hat wohnen lassen. Tja, jetzt werde ich mich nach was Neuem umsehen müssen. Sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen? Ja, nee, aber die Wohnung ist gekoppelt an meine Arbeit bei der Manufaktur. Svenja Fendo kann sie doch nicht so ohne weiteres entlassen. Svenja, die wird die Villa verkaufen und dann wird sie den Laden dicht machen. Der wirft nicht viel ab. Ich würde Ihnen gerne eine heiße Schokolade anbieten, aber ich habe nichts da. Ich glaube, Sie brauchen was ganz anderes. Was ganz Feines. Bitte sehr. Kriege ich auch was? Ja. Da verläuft dein Leben endlich so, wie du dir es immer gewünscht hast. Und dann stehst du unter Mordverdacht und alles bricht auseinander. Als ich noch Polizist war, bin ich angeschossen worden. Die Kugel hat die Arterie im Bein getroffen. Als ich da so auf dem Boden lag, da habe ich richtig gespürt, wie das Leben aus mir rausfloss. Plötzlich merkst du, es könnte jetzt zu Ende sein. Hat es Sie verändert? Ich wollte nicht, dass mich das verändert. Als ich dann darüber geschrieben habe für meinen letzten Roman, kam alles wieder hoch, ganz im Gefühl. Und seitdem hat sich viel verändert. Wir denken immer, wir haben alles unter Kontrolle. Ich glaube, wir können immer nur auf das reagieren, was uns das Leben so vor die Füße schmeißt. Sagen Sie mir, wie ich reagieren soll. Ja. Zeigen Sie mir, wie man Schokolade macht. Ja, sicher, Herr Kriminalrat. Sie können sich auf mich verlassen, auf jeden Fall. Ja, dann komme ich umgehend bei Ihnen durch. Selbstverständlich, dessen sind wir uns bewusst. Keinesfalls. Wiederhören. Jawohl. Ja, dann bis morgen, Chef. Hansen? Ja? Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, ne? So, was haben wir bis jetzt?
Charlotte Fenlow, eine angesehene Sylter Unternehmerin, liegt tot am Strand, vergiftet mit Strychnin. Wer kommt da als Täter in Frage? Da haben wir hier Marie van Sant, die von Charlotte Fenlow in letzter Minute um ihren Erbteil betrogene. So, was wäre jetzt ihr Motiv? Motiv, Hansen? Was weiß ich? Habgier. Habgier. Sag ich doch. Aber sie haben sie ja laufen lassen wegen dem dicken Kerl. Vorsicht, ne? So, wer kommt denn noch in Frage? Hier, Svenja Fenlow, ihre Nichte. Ja, die hat ja nur ein Alibi von Schweinchen Schlau. Das ist korrekt. Gut, dann haben wir hier noch Hein Stüversen. Keine Alibi zur Tatzeit. Chef, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Heinz Stüversen, die schon... Claude, was ist? Für dich. Du kannst doch nicht einfach auf die Wache kommen. Du wolltest um 5 Uhr an den Stand kommen. Jetzt ist das 10 nach 6. Hannelore, wir haben einen Mord. Mord auf Sylt, dass ich nicht lache. Fach Doberan. Teufel werde ich tun. Hansen, was ist denn du? Komm du mir nach Hause, ich sag's dir. Hansen. Kommt sie, unsere gute Zartbitter. 65%. Mhm. So. Ist gut? Jetzt kommt das hier in die Formen. Ist eigentlich ganz einfach. Spätestens hier hätte man das Gift dazugeben müssen. Wie viele Angestellte hat denn die Firma? 8. Also hier in der Produktion 8 und im Laden 2. Bitte schön. Danke. Aber niemand von denen hatte Zugang zu Frau Fenlows Haus? Nein, niemand. Erzählen Sie mir doch ein bisschen was über Svenja Fenlow. Svenja? Naja, eigentlich hat sie es nicht einfach gehabt. Also ihre Eltern sind kurz hintereinander gestorben, da war sie 15. Und dann hat Charlotte sie zu sich geholt hier nach Sylt. Ja. Und dann ist sie ziemlich schnell auf den Geschmack gekommen, eine Fenlow zu sein. Partys, Champagner, teure Kleider. Und Charlotte hat sich das lange geduldig mit angeguckt, aber irgendwann hat sie ihren Geldhahn zugedreht. Und dann, 2 Wochen später, wurde bei Charlotte eingebrochen, da war der ganze Schmuck weg. Wurde der Täter gefasst? Nee. Also Svenja, die hatte ein Alibi und Charlotte hat die Anzeige zurückgezogen. Ja, und dann kurz drauf hat Svenja die Insel verlassen. Ich brauch das Geld, das ich bei dir investiert habe. Die 25.000 Euro. Jetzt schimmel lieber was von der Leiche. Mir fliegt das Dach vom Kopf. Mich spalt das also in die Ermittlungen ein. Hör mir jetzt zu. Die Bank will mir das Geld für die Reparatur nicht geben. Ich rede mit der Bank. Wir stellen einen Businessplan auf. Ich kann sowas, das mache ich schon. Oliver. Konzentrieren wir uns lieber auf Balthasar und auf die Ermittlungen. Das ist kein Scherz. Ich verliere mein Haus. Das habe ich verstanden.
Dann gib mir Gottverdammt mich noch mal das Geld jetzt. Ich bin pleite. Oh, nee. Ist alles weg. Bis auf den letzten Cent. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt eine Lösung für das Problem. 10 Seiten. Hm. Balthasar muss 10 gute Seiten schreiben. Das reicht, um den Verlag zu überzeugen, um einen Vorschuss zu kassieren. Ich als sein Agent lasse mir meine Provision auszahlen, zahle bei dir meine Schuld und voilà, wir sind wieder im Geschäft. Er will aber nicht mehr schreiben, hat er mir gesagt. Ich kenne Balthasar besser als er sich selbst. Wenn der Mann nicht schreibt, geht er ein wie eine Primel. Hm? Mit diesen 10 Seiten hilft er nicht nur uns, sondern vor allem sich selbst. Na? Bist du denn nie müde? Balthasar. Ja, hast es doch noch geschafft. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Schwiegermutter, ne? Ex-Schwiegermutter. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Bist du sicher? Du hast was erzählt von einer Mutter bei mir. Auf die warte ich heute noch. Das ist günstig. Und du fühlst dich wohl hier. Ich fühle mich sauwohl, wirklich. Ich komme hier an, gehe zum Strand, stolper über eine Leiche. Der Hund raubt mir den letzten Nerv. Und die Oberschwester hier versorgt mich jeden Morgen mit Haferschleim und Radieschen. Kannst du mir mal sagen, wie man sich da wohlfühlen soll? Keine Ahnung. Aber du tust es. Ja? Ja, vielleicht. Ein bisschen. So. Hier soll ich schlafen? Ich habe nur ein richtiges Gästezimmer. Wenn es dir nicht passt, geh ins Hotel. Sei froh, dass es keine Brücke ist. Dein Hund schnarcht doch. Ja, wenn man kann schnarchen so lange, wie sie will. Das ist ihr Zimmer. Stör sie nicht. Gute Nacht. Bonjour, bonjour. J'ai appris à l'école un peu français, mais, mieux super. Avec les mains, les pieds. Oui, je suis Cécile de Zuid. Ça fait une semaine maintenant, mais j'ai des problèmes avec mon mari. Ah, et je oui. veux faire une déclaration de crédit. Un moment, propre. Non, mais je suis ici pour faire une déclaration de crédit. Hansen, excusez-moi, mademoiselle. Grand plaisir de vous voir. Ok, bonne journée. Hansen, woher können Sie Französisch? Schule, Sommerferien, Freundin. Berg? Hallo? Herr Berg, sind Sie hier? Hallo? Herr Berg? Knut! Hallo? Moin! Herr Berg? Kaffee? Herr Berg, ich... Nö, danke. Gute Saison gehabt bis jetzt? Ja. Hannelore zufrieden? Ja. Interessiert? Ja. Balthasar, versteh mich nicht falsch, aber vielleicht sollte dein neues Buch einfach weniger Seiten haben. 200, nicht mehr, nicht weniger. Ich liebe deine großen Werke. 500, 600 Seiten, das ist eine Wucht an Literatur. Aber wir müssen an die jungen Leser denken. Verstehst du? Moin, Herr Berg, entschuldigen Sie die frühe Störung, aber ich wollte, dass Sie das von mir selber erfahren. Sie haben den Täter gefasst? Renner, ich bin Herr Bergs Agent. Agent, der Fall ist gelöst. Ja. Jetzt aber nicht Marie van Zandt. Nee, Frau Fendo hat sich selber umgebracht. Selbstmord? Ja, also die Autopsie der Leiche hat ergeben, dass sie schwer krank war, also Krebs. Sie hat noch so ein halbes Jahr zu leben gehabt und darum gehen wir davon aus, dass sie also das Gift selber in die Schokolade appliziert hat.
Gibt's einen Abschiedsbrief? Ja, wir suchen danach. Also jedenfalls ist Frau von Sand nicht mehr die Hauptverdächtige. Das wird sie sicher freuen, oder? Also kein Mord? Nö. Hm. Ja, dann schönen Tag noch. Hansen! Schade. Ja, kann man nichts machen. Aber mit ein bisschen Fantasie machst du locker einen Mord daraus, was? Das brauche ich gar nicht. Frau Fenlo ist ermordet worden. Und die Polizei vergeudet ihre Zeit mit Selbstmord. Alter, reg dich nicht auf. Die werden schon merken, wenn sie falsch stehen. Ja, aber dann sind alle Spuren kalt. Denk an deinen Blutdruck. Ich brauche meinen Computer. Oder einen Stift. Zettel. Zettel? Ja. Und? Ich besorge dir das. Ich bin dein Agent. Ich kümmere mich. Du bist mein Agent. Computer, Stiftzettel. Komm sofort. Sag mir wann. Ach, Mann. Was hat er denn? Er hat Blut geleckt. Muss er nicht. Ich habe einen Käufer für meinen Wagen gefunden. Hansen holt ihn sich ab. Das ist schön für dich. Und wie sollen wir uns auf der Insel bewegen? Kannst ihn ja zurückkaufen. Ich brauche eine Anzahlung für mein Dach. Du kannst mir helfen, etwas mehr Geld zu verdienen. Ich brauche ein Blatt Papier, einen Schreibtisch. Ja, da ist sie. Ja, nun nimm sie raus. Okay. Das Stück. Voila. Was ist das? Meine alte Schreibmaschine. Ja, das sehe ich. Ja, du wolltest doch was zu schreiben. Ja, aber damit kann man doch nicht schreiben. Bringe sie wieder auf den Boden. Darauf? Na, nie wieder. Mach ich selber. Moment. Ist Ihnen irgendetwas auch mal gut genug? Ja, danke. Habe ich mich jetzt verhört? Danke? Ja, danke. So, wir zwei lassen jetzt Balthasar allein. Komm, komm. Noch ein Käffchen? Raus. Schön großes Geschenk. Finden Sie nicht? Sagen Sie mir, wie ich reagieren soll.
hast du gemacht. Bitte. Was ist das? Die Rechnung. Übernachtung, Frühstück. Sag doch nicht, dass du umsonst bei mir wohnst. Gibt's einen Scheck? Ich addiere die Rechnung zum Rest deiner Schulden. Okay. Morgen. Morgen. Moin. Da! Sie behandelt ihren Hund besser als mich. Der Hund kriegt nämlich Würstchen zum Frühstück und ich... Sie sind ja eifersüchtig auf Wilma, das glaube ich jetzt nicht. Ich bin doch nicht eifersüchtig auf Wilma. Nein, nur auf ihr Essen. Ja, auf... Komm, Wilma, Frühstück. Wie lief's mit der Schreibmaschine? Hm? Das hat nicht funktioniert. Wo immer ich angefangen habe, ich bin immer bei Marie van Sant gelandet. Ja, ich muss noch mal weg. Kann ich bitte Ihren Autoschlüssel haben? Nur wenn Sie den Einkauf übernehmen. Ich habe schon eine Liste. Aha. Bitte. Ja, und den Schlüssel. Gerne. Ich danke Ihnen. Sag mal, du hast doch mal eine Zeit lang hier auf der Insel gelebt, ne? Hm. Ich muss alles wissen über Svenja Fenlo und Katja Tönnissen. Die kenne ich nicht. Aber du wirst Freunde haben, die die kennen. Also streng dich an, benutze deine Fantasie. Sag mir, was du brauchst und du bekommst es. So will ich's hören. Das ist schlecht. Was ist? Nix. Du wirst wohl wissen, was du tust. Balthasar hat eine Schreibblockade. Also, das ist wie. Das ist wie eine Ölquelle ohne Bohrloch, verstehst du? Lass seine Sachen in Ruhe. Ich versuche ihm zu helfen, dass das Öl wieder sprudelt. Glaubst du doch selber nicht. Du hast ihn doch gesehen, wie er angekommen ist. Wie ein Häufchen Elend. Und heute Morgen ging es ihm schon besser. Selbstmord. Ja, warum hätte sie das tun sollen? Sie hatte Krebs. Vielleicht noch ein halbes Jahr zu leben. Aber das ist nicht Charlotte, das... Das hätte sie nie gemacht, das... Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Warum hätte sie mir die Fabrik anbieten sollen und dann kurz vor Vertragsabschluss sich umbringen, das... Vielleicht hat sie sich ja anders überlegt. Ja, warum hätte sie das tun sollen? Sie hat Ihnen ja auch nichts von ihrer Krankheit erzählt, nicht? Glauben Sie mir nicht? Natürlich glaube ich Ihnen. Die Frage ist nur, wer lügt hier? Ah, Gertrud Maywald, Bankhaus Tönnissen. Frau Maywald? Schön, dass Sie so schnell Zeit für mich haben. Ich habe mir erlaubt, für uns Champagner zu bestellen. Darf ich auch gleich kassieren? Ja, selbstverständlich. Warten Sie. Na. Übernimmt selbstverständlich das Bankhaus Tönnissen bei 5 Millionen Anlagesumme. Wunderbar, danke. Stimmt so. So. Das übernehme ich. Frau Maywald, sagen Sie, dieses Grundstück am Morsumer Cliff, das ist ja ein ganz unglaubliches Grundstück. Also, dass da noch nicht gebaut wurde.
auf gute Geschäfte. Zum Wohl. Es tut mir leid, wenn ich Sie störe. Einer Ihrer Mitarbeiter hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Hm. Ein Grund, ihm zu kündigen. Was kann ich für Sie tun? Sie kennen sich. Wir sind nur zwei Frau Kanefly begegnet. Wollen Sie auch einen Schluck? Haben Sie den Grund zu feiern? Wer sagt, dass man nur in Schwarz trauern darf? Ja, da haben Sie recht. Nein. Vielen Dank. Wollen Sie denn auf der Insel bleiben? Ich meine, dem Geld Ihrer Tante können Sie selbst hier auf der Insel gut leben, ne? Ich weiß es noch nicht. Warum sind Sie eigentlich damals von der Insel weggegangen? Weil ich damals andere Pläne hatte. Haben Sie noch mehr Fragen, weil wir haben uns so wahnsinnig lange nicht gesehen. Und, Was? Ja. Warum haben Sie gelungen? Ich jetzt, oder? Ja, schielig. Ja, Frau Fendel wollte nämlich nach wie vor die Schokoladenfabrik an Frau van Sant verkaufen. Und wer sagt das, Frau van Sant? Entschuldigung. Wo haben Sie denn die Brosche? Diese schöne Brosche, ja, ja. Ich habe sie ja im Zug gesehen, ne? Also, guten Appetit weiterhin. Jetzt kommen wir bitte mit guten Nachrichten. Die habe ich. Ich habe mit einer sehr netten Sachbearbeiterin vom Bankhaus Tönissen gesprochen. Gudrun. Allein schon der Name. Kommst du bitte zum Punkt? Katja Tönissen hat ein Problem mit der Bufu Calamari. Bufu Calamita? Die Kreuzkröte. Sag ich doch. Ja, du hast echt ein Talent, an die Show zu stehen. Frau Tönissen hat ein Riesengrundstück vor 3 Jahren für ein halben Geld gekauft. Sie oder die Bank? Die Bank kümmert sich nur um die Finanzierung. Die richtigen Leute wurden geschmiert, die Baugenehmigungen flutschten. Sie hat an alles gedacht. Nur nicht an die Kreuzkröte. Genau, und seither streiten sich Naturschützer und Frau Tönissen, wie es hier weitergehen soll. Das heißt, sie steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Eben nicht, und das ist das, was mich so stutzig macht. Sie hat all ihre Verbindlichkeiten pünktlich bezahlt. Das Grundstück hat Millionen gekostet. Gutachten, Baugenehmigungen. Eigentlich müsste diese Frau pleite sein. Und glaub mir, mit Pleiten kenne ich mich aus. Was? Wieso? Das ist mein Scherz. Ja. So, womit fing alles an? Zartbitter. Frau Fendel hat Zartbitter geliebt. Und wer wusste davon? Frau van Sant war die Einzige, die Zugang zur Fabrik hat und zu Frau Fendels Haus. Marie. Ja. Sagen wir noch? Ansehen, klären. Ein Kommissar, der von lauter Watt das Meer nicht sieht. Und einen durchgedrehten Rasenmäher. Eine Bankerin, die keine Skrupel kennen. Wir wickeln den Kauf und den Verkauf ab, kümmern uns um den Umzug. Sie müssen nur unterschreiben. Schmuck, der Schmuck. Da wurde bei Charlotte eingebrochen. Und der ganze Schmuck war weg. Und Frau Fendlos nicht. Wo haben Sie denn die Brosche? Diese schöne Brosche, ja, ja. Ich habe sie ja im Zug gesehen, ne? Wir hatten ein Alibi. Leider. Die war mit mir im gleichen Zug. Sie ist nicht tot. Sie darf nicht tot sein. Niemand hat gesagt, dass sie tot sein muss. Und die Schokoladenfabrik. Zartbitter. Katja Tönissen hat ein Problem mit der Bufu Calamari. Eigentlich müsste diese Frau pleite sein. Ich glaube, mit Pleiten kenne ich mich aus. Ich mache das seit Jahren so. Und jedes Mal ist die Zartbitter-Schokolade. Zartbitter. Was ist die Verbindung? Hier gibt das alles einen Sinn.
Sie wissen aber schon, dass das ein absolutes Liebhaberobjekt ist. Sowas wird nicht mehr gebaut. Schauen Sie sich an, wie das verarbeitet ist. Unbezahlbar. Jo. Ich meine, der Wagen macht locker 500.000 Kilometer. Das heißt, er hat noch nicht mal die Hälfte seiner Lebensleistung abgeliefert. Ja. Und Frau Karnefleih liebt diesen Wagen. Ich hole ihn heute Abend ab. Moin. 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 Was will dieser Hansen denn von Ihrem Auto? Er möchte es kaufen. Ich brauche das Geld für mein Dach. So, darf ich hier. Och, wir waren doch schon auf einem so guten Weg. Und warum jetzt dieser Rückschritt in die Steinzeit? Greifen Sie mal in Ihre linke Westentasche. Ich hab den Einkauf vergessen. Ja. Leerer Kühlschrank, karges Frühstück. Und sie hat ihren eigenen Kühlschrank? Ja. Moin. 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 Hermine, ich habe ein Einschreiben für dich. Mhm. Gut, und das ist für mich. Danke. Bitte, moin. 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 Bankhaus Tönnissen. Zwangs. Versteigerung ihres Grundstücks, Nebs. Nee, das geht doch nicht. Ich habe den Leuten da vertraut. Da hat mein Vater schon sein Geld hingebracht. Und jetzt Katja Tönnissen mit freundlichen Grüßen. Da fällt die mir so in den Rücken. Wir Einheimischen, wir sollen einfach alle verschwinden. Und Heinz Stüversen mit seinem Schuppen, der wird irgendwann der letzte echte Insulaner auf dieser Insel sein. Wo finde ich Heinz Stüversen? Ich brauche noch mal Ihr Auto. Sie hören mir überhaupt nicht zu. Ich verliere mein Haus. Marie? Ja, wir müssen ganz dringend zu Heinz Stüversen. Ich hole Sie ab. Wieso wollen Sie denn mit Heinz sprechen? Hein wusste, dass Charlotte Fenlow jeden Morgen ein Stückchen Schokolade isst, ja, bevor sie spazieren geht. Und er hat den Schlüssel zu ihrem Haus. Ja, aber Hein weiß ja nicht, wie man Schokolade macht. Nein, aber das weiß Svenja Fenlow. Und ich nehme an, dass Svenja Fenlow noch von früher einen Schlüssel zur Manufaktur hatte. Also ist sie heimlich auf die Insel gekommen, hat sich nachts in die Manufaktur geschlichen und hat die Schokolade vergiftet. Und dann hat sie ihrer lieben Freundin Katja Tönnissen gegeben. Und die hat dann mit Hilfe von Heinz Stüversen die Schokolade ausgetauscht. Heinz ist nur benutzt worden. Aber er weiß, was passiert ist. Und er leidet darunter. Es quält ihn. Und das ist unsere Chance. Du hast doch gehört, was die Polizei gesagt hat. Das war Selbstmord. Tante Charlotte war sehr, sehr krank. Warum machst du dir so viele Gedanken, Hein? Ne? Hein, sag mir, was los ist. Ja. Warum darf niemand wissen, dass du bei mir warst und dass du mich gefragt hast wegen der Schokolade und Schlüssel und so? Weil es unser kleines Geheimnis ist. Du warst immer lieb zu mir. Ich werde dich auch nie im Stich lassen. Hast du noch deinen alten Kutter, Hein? Ja. Komm, wir fahren raus aus dem Meer. Wir beide. Ganz allein. Hermine, wo ist denn Balthasar hingefallen? Ich verliere mein Haus und er haut ab. Hey, sieh dir das an.
Ich habe gerade mit dem Rechtsanwalt gesprochen. Die Zwangsversteigerung findet in jedem Falle statt. Ich kann da mein Haus wieder zurückkaufen. Er hat angefangen zu schreiben. Du hörst mir auch nicht zu. Na komm, du siehst es so negativ wie deine Tochter. Ach, hör auf damit. Vor 2 Tagen stand ich noch vom Abgrund. Und jetzt 10 Seiten. Ich bin mir einen Schritt weiter. Küss mich nie wieder. Svenja! Hein, geht's dir gut? Wir fahren raus aufs Meer, Svenja und ich. Wir beide ganz allein. Ich glaube, das ist keine so eine gute Idee. Hein, ich fürchte, Svenja wird alleine zurückkommen. Warum gehen wir nicht alle zurück in Heins Hütte und besprechen das Ganze in Ruhe? Svenja, was? Halt die Fresse! Sag doch nicht, du. Glauben Sie, ich komme zurück auf die Insel, ziehe sowas durch und habe keinen Plan. Da rein. Ich verstehe das nicht. Ich will mit ihm über seinen neuen Roman reden und er meldet sich nicht. Tut er doch nie. Wohin ist er denn gefahren? Gerade als es mir am schlechtesten ging, hat er nichts Besseres vor. Das für Wilma. Als sich mein Auto auszuborgen. Wohin? Er hat sich nach Heinz Stüversen erkundigt. Kannst du mir ein Geld leihen fürs Taxi? Keinen Cent kriegst du von mir. Ich hatte da eine Idee. Musst aber Wilma mitnehmen. Ich habe die Schokolade meiner Tante nicht gegeben. Das war Katja. Und dafür hat sie sich selbst schon fürstlich belohnt. Katja Tönnissen war nämlich in Geldschwierigkeiten. Also hat sie sich an ihrem Erbe bedient, an dem Vermögen ihrer Tante. Das wäre gar nicht aufgefallen, weil ihre Tante hat ja der Bank vertraut. Ja, aber dann hat Charlotte beschlossen, ihre Vermögensverhältnisse neu zu ordnen. Und dann hätte sie gesehen, was auf dem Konto los war, Svenja. Sie müssen mit dem zufrieden sein, was ihre Freundin ihnen übrig gelassen hat. Vielleicht sollten Sie ja mal mit ihr reden, statt uns hier erschießen zu wollen. Niemand wird erschossen! Was? Schneller ab. Das können wir für was anderes gebrauchen. Stellen Sie sofort diesen Köter ab oder ich bringe ihn um. Was kann denn der Hund dafür? Das sind Leute, die brauchen unsere Hilfe. Steigen Sie ein, sofort. Dann müssen Sie mich erschießen.
wahnsinnig? Ich rette dieses Leben und du bringst mich fast um! Ich hatte hier alles unter Kontrolle! Oliver! Du nimmst überhaupt keine Rücksicht! Oliver! Hi. Kannst du mal einen Moment ruhig sein? Es gibt Menschen, die kennen dich nicht so gut wie ich. Du stellst mich auch nicht vor. Ach so, ja. Marie? Ja? Das ist Oliver Renner, mein Agent. Hallo. Agent. Mentor. Stütze. Hallo. Hallo. Können Sie mir mal helfen? Ja. Komm mal her. Alles, alles gut. Du bringst mich da in Situationen. Kommen Sie. Vorsicht. Ich habe nochmals Rücksprache mit meiner Frau gehalten. Also bei dem Preis für den Wagen, ich würde keinen Abstand nehmen vom Kauf. Ihre Frau? Meine Frau. Richten Sie Ihrer Frau einen schönen Gruß aus. Ich werde mit Frau Karnefler reden und sehen, ob wir Ihnen entgegenkommen können. Wir sind jetzt wieder solvent. Also so habe ich mir die Insel nicht vorgestellt. Ich bin hierher gekommen, um mich zu entspannen. Sagt nichts gegen unsere schöne Insel. Na gut. Ich weiß, was wir jetzt brauchen. Eine heiße Schokolade. Nichts Heißes mehr. Kalte Schokolade? Mit einem Schüsschen Cognac? Gute Idee. Ich hatte am Anfang ein wenig Vorbehalte gegenüber dieser Reise. Ein Buch mache ich noch. Vielleicht eine Liebesgeschichte. Aber dann ist endgültig Schluss. Vielleicht. Das sind doch schon 10 Seiten. Der Rest ist ein Klacks, den schreibst du auf der linken Arschbacke. Ja, morgen. Morgen steht der neue Besitzer auf der Matte. Da schreibt ja niemand mehr irgendwas. Das Haus ist tatsächlich verkauft? An einen unbekannten Bieter. Ich ziehe mit Wilma in eine Wohnung. Und ihr beide könnt die Insel verlassen. Was machst du hier, Klaus? Ich repariere das Dach, bevor es wegfliegt. Das habe ich nicht in Auftrag gegeben. Und du nicht. Aber der neue Besitzer. Sie haben das Haus gekauft? Ich hatte noch was gespart. Nichts für ungut, aber da fliegen so Zettel durch den Gorn. Das gibt's doch nicht. Ich hab's! Ich brauche eine Haushälterin, die mir zuverlässig auf die Nerven geht. Ich hab's. Ja. Dann vielleicht ein Stück Papier, auf dem steht, dass das Haus Ihnen gehört. Heißt noch lange nicht, dass er so ist. Tja. Ja. Na ja. Warte. Die Haushälterin hätte lebenslanges Wohnrecht. Alles okay. Nicht ohne Wilma. Ja, das ist meins. Ich hab's. Natürlich nicht ohne Wilma. Na, Hannelore, wie findest du unser neues Auto? Na gut, es hat ein paar Rostbeulen, ein paar Macken. Aber das ist doch den Fischen egal.